Sushumna-Aktivierungsmeditation ohne Erläuterung. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Meditationsvideo, eine Meditationsanleitung mit dem Sushumna-Aktivierungsatem. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Über den Sushumna-Aktivierungsatem. Gehe beim Einatmen mit dem Bewusstsein von vorne über Stirn zur Mitte des Kopfes durch die Wirbelsäule hinunter bis zum Beckenboden, Steißbeinbereich. Und ausatmen die Wirbelsäule nach oben über die Mitte des Kopfes und die Stirnpunkt zwischen den Augenbrauen weit nach vorne. Einatmen von vorne über Stirnpunkt zwischen den Augenbrauen, Mitte des Kopfes, Wirbelsäule hinunter zum Beckenboden, Steißbeinbereich. Ausatmen vom Beckenboden, Steißbeinbereich über die Wirbelsäule, Mitte des Kopfes, Stirn weit nach vorne. Wenn du willst, mit Lichtkugel einatmen, Lichtkugel von vorne durch Mitte des Kopfes, Lichtkugel durch die Wirbelsäule bis Beckenboden, Steißbeinbereich. Ausatmen, die Lichtkugel nach oben bringen durch die Wirbelsäule und die Mitte des Kopfes und Stirn weit nach vorne. Einatmen, Lichtkugel von vorne über Mitte des Kopfes und Wirbelsäule hinunter, Beckenboden, Steißbeinbereich. Ausatmen, Lichtkugel nach oben, die Wirbelsäule entlang, Mitte des Kopfes, Stirn weit nach vorne. Wenn du willst, auch mit Mantra, zum Beispiel deinem persönlichen Mantra, von vorne über Mitte des Kopfes, Wirbelsäule hinunter, Beckenbodenbereich. Und ausatmen mit Mantra über Beckenbodenbereich, Wirbelsäule, Mitte des Kopfes, Stirn nach vorne. Du könntest auch die Bija-Mantras der 6 Chakras wiederholen oder dein persönliches Mantra. Wenn du willst, kannst du auch einen sanft hörbaren Ujjayi-Klang üben oder auch den unhörbaren Ujjayi-Klang. Wenn du willst, kannst du auch Mula Bandha üben beim Einatmen oder Ausatmen. Und wenn sich eine Atempause einstellen will nach Ein- oder Ausatmung, lass sie geschehen. Wenn du es vorziehst, verbinde Bewusstsein andersherum, ausatmen nach unten und einatmen hoch und nach vorne. Atme so einige Male tief ein und aus. Aktiviere so die 6 unteren Chakras und besonders auch das 3. Auge und damit zur Unendlichkeit und Verbundenheit. Indem du alle 6 Chakren aktivierst und harmonisierst, erwächst du deine Fähigkeiten, bekommst viel Energie und viel Freude.
Wann immer hilfreich, kannst du während der weiteren Meditation wieder zurückkehren zum Sushumna-Aktivierungsatem. Ich leite dich jetzt an für die Sahasrara-Chakra-Konzentration. Bringe jetzt die Zungenspitze zur Mitte des Gaumendachs, dass also die Zungenspitze senkrecht nach oben zeigt. Lasse den Atem sehr sanft werden, Kevala Kumbhaka. Wenn du willst, kannst du auch sanftes Mula Bandha beibehalten oder ohne Mula Bandha. Lächle nach oben und konzentriere dich auf den Raum oberhalb des Kopfes. Vielleicht spürst du dort ein Licht oder einen göttlichen Segen. Oder du fühlst einfach nur Ruhe, Stille und Freude. Mit oder ohne Mantra, mit Zungenspitze, Gaumendach, lächeln. Öffne dich für den Raum oberhalb des Scheitels, das Licht oberhalb des Kopfes, die höhere göttliche Wirklichkeit. Stille.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj ki Jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj ki Jai. Das war die Sushumna Aktivierungsmeditation von www.yoga-vidya.de, eine der Meditationstechniken aus dem Kundalini Yoga. Du findest diese Meditationstechnik auch erläutert unter einem Video 5H Sushumna Aktivierungsmeditation mit Erläuterung. Und es gibt auch ein einfaches Video nur mit dem Sushumna Aktivierungsatem, den man eben auch zwischendurch üben kann, unabhängig von der Meditation. Alles zu finden auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du auch Informationen über Yoga-Kurse, Yoga-Seminare, Kundalini-Yoga-Seminare und Yoga-Lehrer-Ausbildungen und auch die Weiterbildung, Unterrichten von fortgeschrittenem Pranayama und Kundalini-Yoga, wo du auch lernst, wie du diese und andere Energietechniken anleiten kannst.